Anfang an recht Respekt vor dieser Aufgabe, weil man erstens ihn kennt hat, zweitens, was er alles erreicht hat. Und die Ausmaße von diesem Projekt sind sehr eindrücklich gewesen. Ja. Und dann haben wir natürlich noch eine speziellere Verantwortung, einfach dadurch, dass es ihn wirklich gegeben hat. Und möchte man natürlich ihm in dem Sinn ja, gerecht werden. Die Vorbereitung hat damit angefangen, dass der Nick, der Regisseur und ich für knapp 3 Wochen mit der Penan gelebt haben. In Sarawak. Und zuerst mal so ein Gefühl zu bekommen, einen Eindruck zu bekommen vom Leben dort vor ihnen, von der Penan, vom Dschungel. Wo ja einfach eigentlich auch so die zentrale Figur ist im Film. Und dann ist natürlich im Gespräch und im Arbeiten und Proben mit dem Nick, dem Regisseur, viel geschafft. Ich habe mit einem Schauspielcoach zusammen geschafft. Ich habe körperliche Vorbereitung gemacht. Ich habe trainiert. Und die Sprache habe ich gelernt. Vieles verschiedene. Natürlich das Drehen unter diesen Umständen, so zumindest in der Natur, komplett der Natur ausgesetzt zu sein, vor allem auf der anderen Seite des Planeten. Das zum Beispiel. Dann das Spielen mit den Penan war sicher auch eine Herausforderung. Weil, wenn sie sind, ja. Ich kann nicht können sagen, wie viele Filme sie in ihrem Leben zum Beispiel schon gesehen haben. Und natürlich noch gar keine Schauspielerfahrung. Und dort mit ihnen von einem Workshop so das Gespür für Szenen zu bekommen oder wie man miteinander spielt und was es geht und wie man am besten an den Punkt kommt, wo eine Szene kann leben kann. Das ist sehr speziell gewesen. Dann das Spiel auf einem mir komplett unbekannten Spruch. Dass es sensibilisieren kann. Weil das Thema ist aktueller denn je. Mit der Welt, also die Wälder, die wir in Afrika wie um das wissen, sind einfach jetzt on fire. Und es ist dringender denn je, dass wir unser Konsumverhalten, unsere Lebensweise einfach hinterfragen und uns dessen bewusst sind an den Auswirkungen. Wir sind uns das eigentlich, glaube ich, schon länger bewusst. Aber ich hoffe, dass der Film es den Leuten noch schwieriger macht, die Ignoranz aufrechtzuerhalten. Ich habe das Ausmaß der Zerstörung von der Natur so neu gesehen und miterlebt, da braucht es einen sehr grossen energetischen Aufwand, eben das weiterhin zu ignorieren. Und einfach zu sagen, hat nichts mehr mit mir zu tun. Und das ist etwas, was ich nicht vergesse. Und es ist mir nicht wirklich möglich, noch weiterhin einfach alles so careless zu behandeln. Also ich verzichte, so gut es geht, auf innereuropäische Flüge, auf Inlandflüge auf jeden Fall. Ich fahre kein Auto. Ich fahre Zug, Velo, ich probiere weniger Plastik zu brauchen. Aber das ist alles ein Prozess. Das ist natürlich nicht etwas, man kann jetzt auch nicht von jedem verlangen, dass auch vor allem auf einen anderen Tag sein Leben in dem Sinne oder seinen Lebensstil so komplett auf den Kopf zu stellen. Es geht zuerst in erster Linie darum, dass man sich dessen bewusst ist. Und eben, das ist ein Prozess. Es ist keine Geschichte mit Happy End. Es wurde gesagt, also Freunde von mir oder andere Leute haben gesagt, sie sind aus dem Kino gekommen und haben gedacht, ich muss etwas machen. Okay, und wenn das passiert, ist es natürlich sehr, sehr toll. Und ja, hoffentlich auch im Andenken Bruno gegenüber gerecht werden. Yeah.